Hallo, in diesem Video geht es um Mähdrescher. Wir schauen hierzu wieder ins Jobmenü. Fahrzeuge Kategorie Mähdrescher. Und die haben wir schon. Fangen wir mal an mit Massey Ferguson MF 8570. Der hat eine Motorleistung von 250 PS, stufenloses Getriebe, 378 Liter Kraftstofftank, 25 Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit, würde ich jetzt sagen, 8000 Liter Korntank und 10,1 Tonnen ist er schwer. Reifenhersteller oder unter Konfiguration kann man Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann kommen wir zum Klaas Evion 450. Er hat eine Motorleistung von 258 PS, stufenloses Getriebe, 500 Liter Kraftstoff, 30 Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit, 8000 Liter Korntank und 11,5 Tonnen Gewicht. Unter Konfiguration können wir einen Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Genau, Arbeitsgeschwindigkeit gibt es hier nicht, weil das vom Schneidwerk dann bestimmt wird. Also hier handelt es sich um Fahrgeschwindigkeit, also das, was er auf der Straße fahren kann oder eben auch überall fahren kann, wenn er nicht im Arbeitsmodus ist. Dann kommen wir zur Massey Ferguson Beta 7360 AL4. Der hat eine Motorleistung von 306 PS, stufenloses Getriebe, 620 Liter Kraftstofftank, 30 Stundenkilometer ist er schnell, 8600 Liter Korntank und ein Gewicht von 11 Tonnen. Unter Konfiguration können wir einen Reifenhersteller und die Reifenvariante auswählen. Dann kommen wir zum Fendt 5275 CSL. Er hat eine Motorleistung von 306 PS, stufenloses Getriebe, 620 Liter Kraftstofftank, 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 8600 Liter Korntank und ein Leergewicht von 11 Tonnen. Unter Konfiguration können wir einen Reifenhersteller ändern und die Reifenvariante. Dann kommen wir zum Case XL Flow 7150. Der hat eine Motorleistung von 449 PS, hat ein stufenloses Getriebe, 950 Liter Kraftstofftank, 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, Korntank, Fassungsvolumen von 10.570 Liter und ein Gewicht von 16,7 Tonnen. Dann kommen wir zum John Deere S7. Der hat eine Motorleistung von 547 PS, stufenloses Getriebe, 1155 Liter Kraftstofftank, 40 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, Korntank, Fassungsvolumen von 14.100 Liter und Gewicht von 20,4 Tonnen. In der Konfiguration können wir hier die Motorvariante ändern. Demnach hat er dann mehr PS, hier 579, 625 und hier wieder die Standard- oder die kleinste Stufe des S7 800. Dann können wir noch den Reifenhersteller ändern und die Reifenvariante. Und das Design können wir hier auch nochmal ändern von US zu EU. Da ist dann mit der Beleuchtung ein bisschen anders. Dann kommen wir zum Klaas Lexion 6900. Der hat eine Motorleistung von 507 PS, stufenloses Getriebe, 950 Liter Kraftstofftank, 40 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 13.500 Liter Korntankfassungsvermögen, 19,4 Tonnen Leergewicht. Unter Konfiguration können wir hier den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern. Dann kommen wir zum John Deere X9 1100. Hat eine Motorleistung von 690 PS, stufenlos ProDrive XL Getriebe, 1250 Liter Kraftstofftank, 40 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, Korntank-Fassungsvermögen von 16.200 Litern und ein Leergewicht von 26,8 Tonnen. Unter Konfiguration können wir den Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern und dann diese Rohrvariante von kurz zu einem längeren Rohr. Dann kommen wir zum Klaas Lexion 8000. Der hat eine Motorleistung von 790 PS, stufenloses Getriebe, 1150 Liter Kraftstoff, 40 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 18.000 Liter Korntank, 22,3 Tonnen Leergewicht. Hier können wir unter Konfiguration die Motorvariante ändern, also Lexion 8800 oder 8900, da haben wir dann 790 PS Leistung. Und genau, dann kommen wir zum New Holland CR11. Da haben wir eine Motorleistung von 775 PS, stufenloses Getriebe, 1500 Liter Kraftstoff, 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, Korntankfassungsvolumen von 20.000 Litern, Leergewicht 25,6 Tonnen. Hier haben wir unter Konfiguration die Möglichkeit, den Reifenhersteller zu ändern und die Reifenvariante. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Design zu verändern. Okay. Na, muss man auch mögen. Diese Tarnung.
von Standardentladung kann man das ändern und dann nochmal als Entladerohr, kurzes und langes Entladerohr. Dann kommen wir zum Case AF11. Der hat eine Motorleistung von 775 PS, stufenloses Getriebe, 1500 Liter Kraftstofftank, Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer, Korntank, Fassungsvermögen ist 20.000 Liter und Leergewicht beträgt 25,9 Tonnen. Unter Konfiguration können wir einen Reifenhersteller und die Reifenvariante ändern und dann nochmal das Entladerohr. Hier können wir wählen zwischen kurzem Entladerohr und langem Entladerohr. Schauen wir mal, wenn wir die Reifenhersteller durchwechseln. Gut, dann gibt es hier nur mit dieser Zwillingsbereifung. Okay, dann sind wir auch schon durch mit Mähdrescher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.